In den Wäldern des Harzes geschah gar manches Verbrechen. In einem Buch fand ich dazu einen Bericht über einen Doppelmord in der Gegend um Ilsenburg und eine Abbildung vom Ort des grausigen Fundes. Unter dem Bild steht der Forstort Hannekenbruch. Diesen Ort will ich heute suchen und starte meine Wanderung am neuen Campingplatz im Ilsetal. Die Forststraße führt am Zandierplatz vorbei. Dort schaue ich von der Ilsebrücke in den Fluss. Wie frisch gereinigt und goldgelb präsentiert er sich nach dem letzten Hochwasser. Am Wegweiser geht es nun bergan in Richtung Plessenburg. Kurz davor sehen wir die alte Wildwiese, die heute nicht mehr genutzt, von Binsen überwuchert wird und langsam zuwächst. Nun geht es weiter in Richtung Steinerne Renne. Neben der Straße hat sich eine alte Heilpflanze angesiedelt, die gefährlich giftige Tollkirsche. Nach insgesamt etwa 7 Kilometer erreichen wir den Abzweig Bielstein. Wer sich diese Strecke sparen will, kann von Ilsenburg aus dienstags, donnerstags und samstags auch mit dem Bus fahren und hier aussteigen. Hinter dem kurzen Anstieg zweigt rechts die Chaussee B ab. Das letzte Hochwasser hat sie so stark ausgespült und geschädigt, dass sie derzeit nicht mehr befahrbar ist. Nach einigen hundert Metern müssen wir nach links. Der alte Forstweg führte früher in die Steinbrüche. Die riesigen Forstmaschinen haben hier ihre Spuren hinterlassen. Hier macht der Weg jetzt eine Linksbiegung. Das ist aber kein alter Weg, sondern das ist das, was die Forstmaschinen zerfahren haben. Der richtige alte Weg ist dieser Grasweg. Und den gehen wir jetzt mal hoch. Hinter dem kleinen Anstieg sehen wir links im Wald einige markante Granitklippen. Wir müssen aber so lange auf dem Grasweg bleiben, bis dieser von einem Bach gekreuzt wird. Das habe ich alles vorher aus einer alten Forstkarte ermittelt, denn Wegbeschreibungen gibt es dafür nicht. Am linken Bachufer entlang schleiche ich durch den Forstort Hannekenbruch. In der Zwischenzeit berichte ich euch von dem Geschehen. Am Sonntag, dem 12. Mai des Jahres 1850, war der Forstgehilfe Hermann Wenzel mit dem Holzhauer Bötticher vom Jagdhaus Plessenburg ins Revier aufgestiegen. Hier gehörten vom Vorland bis über den Brocken hinaus Grund und Boden, Forst und Jagd, dem Grafen zu Stolberg-Wernigerode. Nachdem sie den ganzen Tag das Forstrevier durchstreift hatten, legten sie sich in der Hütte des Viehhofs Molkenhaus zur Ruhe. Der anbrechende Morgen, es war hier oben in 680 Meter Höhe, im Mai noch ziemlich kühl, sah die beiden Waldläufer im Gebiet der Öhrenklippen. Plötzlich peitschte ein Schuss durch den stillen Morgen. Wie angewurzelt standen sie und lauschten. Das war unten im Hannekenbruch. Hin! Vorsichtig und fast geräuschlos schlichen sie durch den sumpfigen Forstort. Urplötzlich lief ihnen ein Mann in den Weg. Unbewaffnet, aber sein rußgeschwärztes Gesicht verriet alles. Hände hoch! Doch nun zeigte sich, wie flink und geschmeidig der Wilderer war.
Im Nu war er an Wenzel dran und versuchte ihm, das Gewehr zu entreißen. Dieser wehrte den Angriff mit einem Hirschfänger ab und zog dem Angreifer einen blutigen Schnitt durchs verrußte Gesicht. Der schmerzerfüllte Schrei brachte seinen Kumpan auf den Plan. Dieser riss dem überraschten Forstleuten das Gewehr aus den Händen und schlug hasserfüllt auf Wenzel ein. Mit zertrümmertem Schädel blieb dieser liegen. Der unbewaffnete Bötticher wollte noch fliehen, wurde aber vom Wilderer hinterrücks erschossen. Nach 2 Tagen fand man die Toten und nach weiteren 3 Tagen wurden sie in Ilsenburg an der Nordseite der Marienkirche zur letzten Ruhe gebettet. Eine große, gusseiserne Grabtafel erinnert dort an das Geschehen vor fast 170 Jahren. Im Dickicht des Waldes fällt mir links eine Unregelmäßigkeit auf. Es ist der Ort des Mordes. Ja, da habe ich den Wenzelsstein tatsächlich gefunden. Dort ist aufgeschrieben Wenzel und Bötticher, 13. Mai 1850. Und an diesem Datum wurden hier der Waldläufer Wenzel und ein Handarbeiter namens Bötticher aus Darlingerode von wilderer Hand ermordet. Ihm zu Ehren ist also hier dieser Gedenkstein erhalten geblieben, schwer zu finden im Hannekenbruch, aber ich habe es geschafft.